Dann haben wir Time Attack. Ja, Time Attack. Ich würde sagen, da wird dann ganz normal gespielt. Genau, man kann sich hier die Charaktere wieder aussuchen. Und anschließend, glaube ich, auch die Level. Genau. Und wenn man das dann tut, spielt man das Level einmal durch, ganz normal, und hat dann sozusagen, ich glaube, man hatte damals dann noch in dem Spiel so eine Art Ghost-Datei, gegen die man quasi angelaufen ist und versucht hat, die Rekordzeit zu schlagen. Ich weiß es nicht so genau, ob das Spiel schon so neu war, dass es wirklich eine Ghost-Datei gab, aber auf jeden Fall ging es halt darum, immer den damaligen Rekord zu brechen. Und wenn man halt vorher noch nicht gelaufen war, die vorgespeicherten Rekorde zu brechen. Aber das waren Zeiten, das war dann nicht so schwierig. Man kann es sogar aufrufen. Hier kann man dann nochmal sehen, mit welchem Charakter das gemacht wurde. Ja, und 10 Minuten. Da man ja gesehen hat, zwischen 2 und 3 Minuten war ein Level eigentlich durch. Da dürfte man blind in die Rekordlisten kommen. Optionen. Ja. Optionen halt, ne? Man kann einstellen, welchen Schwierigkeit man haben möchte. Oh, es gibt sogar ein Zeitlimit. Wenn ich zu lange für ein Level brauche, dann geht es mir hier auch auf den an den Kragen. Soundtest. Auch immer ganz nett. Begleitet von Amy. Ich glaube, sie hat dann immer so eine Art Trommel, Tambourin oder so gespielt. Nein, es waren diese ziemlich coolen Rasseln, auf deren Namen ich jetzt nicht komme. Es liegt mir auf der Zunge, aber ich komme nicht drauf. Auch wieder so ein Fail. Und ich denke, man kann hier sogar... Ja, man kann hier sogar noch Levelmusik anspielen, die man noch nicht... Tschüss, Amy! ...hatte. Sprache, ganz normal, Deutsch, Button-Konfiguration, Spieldaten löschen wollen wir natürlich nicht. Und ich glaube, im Player-Data könnte ich jetzt sogar meinen Namen... Genau, ich kann ihn editieren. Und das werde ich auch gleich tun. Und schauen, packe ich mir einen Stern ans Ende oder packe ich mir ein Herz. Oder eine Note. Ich glaube, ich entscheide mich für den Stern. Ich weiß, unnötige Aktion, aber ich finde das so einfach schöner. Ach ja, Versus-Rekorde wurden auch gespeichert. Da kann man dann sich angucken, inwieweit man gegen seine Mitspieler gewonnen, verloren hat oder sogar ein Unentschieden erreicht hatte. Die Platzierung, also das erste, zweite, dritte, vierte, hat im Grunde nichts Spezielles zu bedeuten. Ist halt immer so, wenn man sich mit jemandem verbindet und den noch nicht drin hatte, dann kriegt er sozusagen seine erste Spalte. Und der, der in der ersten Spalte steht, ist dann logischerweise den, mit dem man das erste Mal gemacht hat. Und die Folgeleute werden dann quasi einfach nur so untereinander aufgelistet. Unglaublich spannend. Aber wenn man es erklären kann, warum denn nicht? Ja, und dann mein Lieblingsmodus, der Chao Garden. Ich gehe mal rein und zeige euch, was euch da drin erwartet. Man hört schon, es ist super süße Musik. Ich kitzel mal an den Eichel. Und... Ah, unser kleiner Chao ist geschlüpft. Niedliche kleine Kerlchen, die irgendwie in Sega's Sonic-Universum eingebaut wurden. Ich könnte ja für das nächste Part noch ein paar Infos heraussuchen und dann mal erklären, was das genau für Tierchen sind. Ich kann jetzt nur sagen, sie sind super süß. Und im Grunde sogar, wie man hier sieht, trainierbar. Trainierbar wofür? Also hier unbedingt nicht so erkennbar. Aber wenn man es beispielsweise mit Sonic Adventure 2 Battle verbindet, kann man Chao sogar noch weiter entwickeln, ihre Aussehen verändern, Spezialfähigkeiten trainieren und sie gegeneinander antreten lassen und auch noch dafür nutzen, um das Spiel komplett durchzuspielen.
Da das Spiel aber gerade nicht in meinen Bereich fällt, sozusagen, gehe ich darauf auch erstmal nicht weiter ein und streiche den Kleinen nochmal, weil ich ihn so lieb habe. Ich werde mich, glaube ich, in nächster Zeit auch immer wieder um ihn kümmern. Ach ja, und was mir einfällt, hier oben sieht man ja, dass hier steht Child. Chao können altern. Dummerweise scheint es aber so zu sein, dass auf diesem Spiel eine Art Bug vorhanden ist. Das heißt, der Chao altert nicht. Er wird nicht seinen Spezialfähigkeiten sozusagen angepasst. Ja, ich gebe dir ja was zu essen. Warte, war das Essen spielen? Nein, das war spielen. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Aber okay, dann fade ich eben noch mal kurz in Memory. Ich habe mir nämlich gerade nichts gemerkt und der kleine Kerl läuft auch noch über die Karten drüber und verschickt sie ein bisschen. Okay, einen habe ich ja wenigstens. Gut, wozu dem Minispielchen? Man hat ja gesehen. Eigentlich hat man auch nicht gesehen. Dass beispielsweise die Dinge, die man für ihn kaufen kann, etwas kosten. Und das Geld kann man sich auf. Hä? Kann ich eben. Ja, verklickt. Gut, habe ich auch noch mal kurz in Memory gefällt. Ja, tut mir leid, Kleine, du kriegst ja was zu fressen. Hä? Gibt nur Spiele? Okay, das kann ich wenigstens. Papiersteinschere. Ich hätte gerne noch ein paar Scheren weg. Genau, Papier. Gib mir Papier. Das schieße ich dann einfach mal in nichts. Ja. Und wie funktioniert das Spiel? Eigentlich ganz simpel. Immer auf die passenden Dinger, die Symbole schießen, wie man es von Schere, Stein, Papier auch gewohnt ist. Verladen. Genau, so ging es. Die L-Taste war es. Naja, und dann ist es bei dem Spiel halt auch so, dass man versucht, die richtigen Symbole zu erwischen. Und wenn man dann alle, die ganze Reihe, die oben durchläuft, geschafft hat, kommt eine neue Reihe und man hat sozusagen einen kleinen Ringbonus erhalten. Und das ist sozusagen unendlich fach erweiterbar. Je nachdem, wie schnell man ist und wie lange man das Spiel durchhält. Naja, zu der Sache mit dem Altern, wie gesagt, mir ist es aufgefallen, indem ich damals einen Chao, ja, das mache ich gleich, trainiert habe, auf die höchsten Level, ich glaube nur zwei, ja genau, zwei Werte waren nicht auf 99, das waren aber dann auch so 97 oder 98, und dieser Chao war immer noch ein Kind. Als ich ihn dann auf das andere Spiel geladen habe, also To Battle, konnte ich ihn sozusagen verändern, aber er hatte quasi keine Jahre drauf und war vom Alter her 0 Jahre alt. In Sonic Pinball Party ist dann wieder ebenfalls ein Garten sozusagen vorhanden und in diesem Garten ist dieser Bug behoben. Eine Freundin hatte dann dort ihren Schau aufgezogen und der hat sich dann auch im Laufe der Zeit verändert gehabt. Und da dachte ich mir dann, ja, schade, dass das Spiel so auf den Markt gegangen ist. Naja, und die Früchte, man kann halt damit so ziemlich kontrollieren, wie sich der Chao entwickelt. Vielleicht noch kurz zur Erklärung, Mut ist seine Laune. Die ist gerade sehr gut, der kriegt Aufmerksamkeit und ich kümmere mich um ihn. Belly, das ist so sein Bäuchlein und zeigt dann natürlich auch an, inwieweit er noch Hunger hat. Geben ihm gleich nochmal was.
Und das sind dann so die Werte für die Fähigkeiten, die er sonst so hat. Swim, halt schwimmen, fly, fliegen, run, rennen, power, halt die Stärke und Stamina, seine Ausdauer. Und man bemerkt quasi, wenn man den Chao hier hat, nur in Schwimmen, dass sich sozusagen getan hat, dass er hier in den Teich springt und mal ein bisschen rumplanscht. Aber ansonsten, sehr gesprächig der Kleine. Naja, aber ansonsten sieht man hier von den Fähigkeiten auch nicht viel. Dazu muss man halt leider auf To Battle gehen oder auf Sonic Adventure. Da gibt es auch nochmal einen Chao Garden. Und da beginnt es auch damit, dass die eigentlich gar nicht laufen können am Anfang und krabbeln und alles im Grunde lernen erst. Und das halt über die Leisten hier quasi. Aber das ist wie gesagt gar nicht der Aufgabenbereich. Ja, und der Kleine braucht noch einen Namen. Ich bin gerade sehr einfallslos. Deswegen gehe ich einfach mal hier raus. Speicher. Beende das Let's Play für heute. Verabschiede mich. Hoffe, dass es nicht allzu schlecht geworden ist. Freue mich über Kritik. Kann aber auch mit gar nichts leben. Wie gesagt, ich mache das, weil es mir Spaß macht. Und ich halt das alles lernen möchte mit den Programmen und so weiter und so fort und überhaupt mich im Sprechen verbessern möchte. Den mal wegatmen. Na und schau einfach, was in Zukunft daraus wird. Liebe Grüße, eure Kyoko.